Hier sind wir zu Volume 2 der schönen Bücher, die wir haben. Jetzt sind wir auch auf eure Tipps gespannt. Ihr habt jetzt gesehen, was wir haben, oder ihr werdet jetzt gleich noch den Rest sehen. Ja, wenn euch schöne Bücher einfallen, die etwas Besonderes sind, die tolle Illustrationen haben, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Tipps. Okay, dann wollen wir gleich mal anfangen. Tja, was wäre der Sammler oder der Jäger, wenn es keine neuen Bücherschätze zu erlegen geben würde? Ja, ich fange jetzt an mit einem Buch von Dagmar Geißler, Schon verliebt Rosenblüte. Sieht auf den ersten Moment, oder im ersten Moment sieht es ja nicht so spektakulär aus. Außer, dass es hier dieses Gold hat. Ja, außer, dass es hier unten so Gold hat. Aber dieses Buch hat etwas, das andere Bücher nicht haben. Es duftet. Und zwar, wenn man hier über die Rosen rüberstreicht. Ich glaube, jetzt nach einem Jahr. Oft dufte. Öfterer Benutzung. Ja, ganz, ganz schwach kann man es jetzt noch riechen, aber es ist mit Rosenduft. Und das war für uns eigentlich Anlass genug zu sagen, Jule und ihr Genie aus der Flasche haben es auch verdient, mit in die schönen oder ausgefallenen Bücher mit hineinzukommen. Wer jetzt wissen will, worum es in diesem Buch überhaupt geht, meine Mama war sehr begeistert von diesem Buch, fand es richtig niedlich für Jugendliche. Unten findet ihr noch die Buchvorstellung, die Mama damals dazu abgedreht hat. Okay, dann kommen wir zu einem Buch, in das ich mich total verliebt hatte. The Dog. Und das sind Fotos von Hunden. Aber diese Fotos, ich weiß nicht, sind die mit einem Weitwinkel oder so gemacht? Wo haben wir denn mal? Was zeige ich euch denn mal? Ha, hat so wenig Kontur. Zeige ich euch doch. Der war doch süß. Oder das hier. Mal wieder die französische Bulldogge. Es ist kein kleines Nilpferd. Es ist eine kleine französische Bulldogge. Die finden wir ja total süß. Aber wartet mal. Mega knuffelig. Gucken wir auch mal, wo der Labrador ist. Unter L, glaube ich. Ja, warte mal. Hier vorne kann man nämlich alle gleich auf einen Schlag sehen. Der ist auch süß. Der Flat-Coated Retriever. Ist ja egal. Ich blätter jetzt einfach nochmal rein. Hier haben wir zum Beispiel den Zwergspitz. Spitz, pass auf. Es sind ganz, ganz viele Hundearten abgedruckt. Es steht noch ein paar Informationen, nicht viel. Ach, hier ist er ja, der gute Labrador. Was haben wir denn hier? Ach, nimm das doch vorne mit dieser... Nee, das andere ist mit der Schnauze. Da. Nee, das ist schon wieder der Pekinese. Das sieht doch süß aus. So, hier haben wir noch den Labrador. Das sind ja unsere Traumhunde im Moment. Also wer auf Welpen steht, auf richtig süße Welpenfotos, das Buch ist super, super, super süß. Es ist echt ein richtig, richtig, richtig tolles Buch. Und das gibt es auch nochmal mit Katzen. Also Katzenliebhaber, auch aufgepasst, Artist Collection ist das. Da gibt es das Buch auch nochmal mit Wassermann. Katzen. Genau. So. Und ich zeige euch dann jetzt nochmal Brian Froud. Und zwar das Buch Good Fairies. Hier sind also die guten Feen. Ich gucke mal. Ach. Sie sind super, super intensiv. Es ist toll. Also es ist wunderschön gezeichnet. Das ist hier zum Beispiel der Engel der Inspiration, glaube ich. Es sind also unheimlich intensive Bilder. Schade. Vielleicht hätte ich mir mal einen Zettel reinmachen sollen bei der... Beim Winter, ach, der Winter sieht so toll aus. Ach, das sind auch die Good Fairies, ne? Das sind auch die Good Fairies. Oh, der ist auch süß. Nehmen wir das mal. Das Bild erinnert so ein bisschen an Julia Roberts, finde ich. Hier, diese Fairy. Aber das Besondere ist, das sind die Good Fairies. Und wenn ich das Buch jetzt einmal kicke, dann kommen wir zu den Bad Fairies. Und die Bad Fairies, die sehen dann gleich mal etwas anders aus. Die sind dann wesentlich düsterer. Ja, das, ich finde das Buch einfach gelungen. Bad Fairies, Good Fairies von Brian Froud. Zwei Bücher in einem. Ein ganz, ganz großartiger Illustrator. Gibt es aber nur auf Englisch. Gibt es nur auf Englisch. Und ich bin da ganz schön lange hinterhergelaufen. Zu der Zeit, wo ich es mir gekauft habe, war das noch gar nicht so einfach, an diese Bücher ranzukommen. Jetzt kann man das ja dank Amazon, ist es ja total problemlos. Ja, zu Brian Froud noch mal ganz kurz, wer das erste Special nicht gesehen hat. Er ist ja ein Illustrator, er zeichnet halt diese ganzen Fairies. Seine Frau macht wunderschöne Puppen dazu, sie ist auch die Mama von Yoda. Jetzt lohnt sich auch ein Besuch auf der Homepage von den beiden. Also, ja, und sie waren beide eben an diesen Filmen
Die Reise ins dunkle Labyrinth und, Quatsch, die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und der dunkle Kristall maßgeblich beteiligt. Und wer sich dafür interessiert, wie die beiden leben, dem sei nochmal dieses Buch empfohlen, Feenstaub, mein Leben mit Elfen von Sydney Pike. Denn dort trifft sie auch auf Brian Froud. Und auch das ist eigentlich ein schönes Buch. Hier vorne glitzert es und es sind zig Illustrationen drin von unterschiedlichsten Künstlern. Und es handelt halt von einer Reise zu den Feen, einer England-Rundreise. Es ist jetzt natürlich mini, mini klein, aber hier ist sie gerade zu Besuch bei Brian Froud. Hier ist eben diese Werkstatt, wo auch die Puppen entstehen. Ja, also dieses Buch, dazu wird es noch eine Rezension geben oder ist auch schon im Netz. Das wissen wir noch nicht, wann wir die hochladen. Aber auf jeden Fall für Feenfreunde ein Muss, sich da wenigstens mal gerade reinzulinsen in dieses Buch. So, dann kommen wir zu einem Buch, hinter dem mal ganz, ganz lange hergelaufen ist, aber das es so auch gar nicht mehr gibt. Also das ist jetzt wirklich etwas, da könnt ihr froh sein, wenn ihr es irgendwo mal erwischt. Es ist auch von Brian Froud und zwar das Pop-Up-Buch von Brian Froud. Und ich zeige euch das jetzt. So, und hier unten kann man jetzt... Wir müssen es mal, glaube ich, mal so kippen. Kann ich das jetzt hier? Ja, Tricktechnik ohne Ende. Also auch zum Thema Elfen und Feen. Warte, da ist doch einer, der sich so dreht. Ich glaube. Also das sind auch so Bücher, die muss man auch selbst entdecken. Hier ist er. Ah ja. Also hier ist halt dieses Koboldmännchen, das sich hier auch dreht. Und hier vorne haben wir jetzt auch noch was zum Entdecken und zwar kann man hier den Feenkreis halt so. Aber das ist wirklich ein ganz uraltes Pop-Up-Buch und ich habe lange, lange gejagt, gesucht und habe es dann irgendwann bei eBay entdecken können und musste es mir dann ersteigern. Ja, also es ist wirklich, es ist ein Traum. Ein Traum für Pop-Up-Liebhaber. Pixies, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ach, so, ist ja sie egal. Bewegen sich jedenfalls es rein. Ist ein Buch zum Entdecken. Es ist ein wunderschönes Buch und absolute Empfehlung. Wer es irgendwo mal sieht, sollte es sich mitnehmen. Ja. Dann von Ransom Riggs, Die Insel der besonderen Kinder, ist meiner Meinung nach auch ein absolut besonderes Buch. Sina räumt mal wieder kräftig ab. Das Besondere an diesem Buch sind die Fotografien, die in dem Buch enthalten sind. Ja, vielleicht jetzt nicht gerade die. Sie sind alle etwas schaurig. Schaurig und sonderbar. Sollte jetzt ja auch von Tim Burton verfilmt werden. So. Und das Buch rankt sich im Grunde genommen um diese alten Fotografien. Es ist ein bisschen gruselig. Ihr findet das Buch aber unten verlinkt zur Rezension und da beschreibe ich es euch dann nochmal etwas genauer. So, dann habe ich dieses Buch, was gerade mal wieder umfallen wollte, auch hier wieder mal ein wattiertes Buch, die liebe ich ja besonders, von Beatrice Philpotts, des Hexenmeisters Zaubersprüche mit Illustrationen von Robert Ingpen. Und jetzt zeige ich es euch. Ja, und an solchen Büchern können wir ja nur ganz, ganz, ganz schwer vorbeigehen. Habt ihr denn mal... Ich glaube, da sind wir auch zweimal drum rumgeschlichen und dann war es anders. Nee, wir hatten es auf der Wunschliste und dann lag es mal irgendwann bei Talia. Talia hat ja manchmal solche wunderbaren Bücher runtergesetzt für, ich glaube, 4 Euro. Also 5 Euro, glaube ich, oder so. Ne? Ja, das sind dann wirklich so die Schnäppchen, die man mal immer zwischendurch machen kann. Oh, was will ich euch denn daraus zeigen? Ja, das sieht doch toll aus. Alles so schön. Das ist jetzt um Circe oder Kirke, je nachdem welchen Lateinlehrer man hatte, halt über sie geschrieben. Es sind also viele Informationen zu den einzelnen magischen Zauberern und Hexen und so weiter, die mal gelebt haben sollen, können, was auch immer. Es ist einfach, ja, es ist einfach auch ein ganz, ganz toll gemacht. So.
Ja, und dieses Buch habe ich von Sina mal zum Geburtstag, glaube ich, bekommen. Zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ich glaube zum Geburtstag. Und da hatte sie, da war sie noch kleiner und da hatte sie ihr Herz, also in die Hand genommen und hat das in England bestellt. Das war für sie ein riesengroßes Unternehmen. Wie schon gesagt, es ist ja nicht immer so einfach, wie es jetzt im Moment ist. Und hier werden die ganzen unterschiedlichen Illustratoren. Jetzt geht der Tee wandern. Ich will euch mal gerade. Oh, also ja. Wer ja absolut beliebt ist, aber da zeige ich euch. Amy Brown heißt sie, glaube ich, ne? Das finde ich am schönsten hier, die beiden. Die beiden. Ja, die finde ich auch am schönsten. Also, das ist zum Beispiel die Zeichnerin Amy Brown. Von ihr gibt es auch Fairies. Ich habe zwei von diesen Fairies. Also Figuren. Figuren, die sind so groß, die sind also traumhaft schön. Ma hat mal eine abfotografiert, die findet ihr bei uns bei Facebook. Irgendwann hatte Ma die auf der Blase. Und die andere haben wir auch mal abfotografiert. Die ist bei uns in diesem kleinen lila Käfig drin. Jetzt gucke ich mal gerade, wo die ist, vor der du dich immer so fürchtest. Da ist sie ja. War das die oder die andere? Ein schickes Augen-Make-up. Vor der hast du dich gefürchtet, ne? Aber die finde ich schön. Aber die ist wirklich wunderschön. Das ist jetzt Maxine Gadd. Auch eine Illustratorin. Also hier bekommt man einfach mal einen wunderschönen Überblick über die verschiedenen Illustratoren, die sich mit Feen und Elfen halt beschäftigt haben. Die sind wirklich alle ganz, ganz toll. Wo ist denn dieses mit dieser Höhle? Das ist auch so schön. Na, ist auch egal. Jedenfalls, wer sich für Elfen und Feen und so etwas interessiert, der sollte sich das wirklich mal angucken. Hier jetzt wieder ein ganz anderer Stil. Mit einem Vorwort von Brian Froud. So. Dann kommen wir zu Benjamin Lacombe, das Elfenbestimmungsbuch. Das Elfenbestimmungsbuch findet ihr unten schon, die Buchvorstellung. Ich will jetzt auch gar nichts weiter dazu sagen, weil das Buch spricht einfach für sich selbst. Das ist auch eins, was man alleine entdecken muss. Ma hat es vorgestellt und daher, ja, guckt euch, wenn euch das jetzt schon interessiert und gefällt, guckt euch einfach die Buchvorstellung an. So, das Buch, das ich euch jetzt zeige, du kannst mal den Zwilling dazu suchen, ist von Morwenna, 13 Monde mit deiner Fee, Magie und Rituale für alle wichtigen Feiertage im Jahr. Ich finde diese Zeichnung einfach wunderschön. Ich habe dazu auch damals den Kalender gehabt, ich glaube zu diesem oder zu dem, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Leider gibt es den nicht mehr. Und ihr seht, also alleine die Farben, das ist einfach nur wunderschön. Hier... dieses Buch. Obwohl ich den zweiten Teil, das ist nämlich der zweite Teil, den Marder hat, nicht so schön finde wie den ersten, den ich euch jetzt gleich zeige. Passt auch so. So, und ich zeige euch jetzt mal anhand einer Fee, wie das aufgebaut ist. Das ist jetzt Honigmond Meleta. Hier steht jetzt alles über die Fee und was dieser Monat also so mit sich bringt. Zu ihr gehört der Holunder. Und hier ist dann nochmal so ein kleiner Steckbrief, welche Astrologie, Zwilling zum Beispiel, Baumkalender, Weißdorn, aktive Feen und so weiter. Also ein richtig, richtig schönes Buch. Und Sina zeigt euch jetzt Teil 1. Teil 1 heißt Begegne deine Fee, Kontakt aufnehmen zu einer zauberhaften Welt. So, und dieses Buch ist einfach zum Verlieben schön. Ja, es hat hier vorne auch dieses... Also man kann vorne zum Beispiel sagen, wo stehst du jetzt gerade? Gucken wir doch mal. Callista, zum Beispiel Callista, die Fee trifft man in Kunstgalerien. Und es gibt auch eine in der Bücherei. Da seht ihr sie. Ist sie nicht wunderschön? Also so, mal, guckst du mal Callista, ganz vorne? Hier haben wir... Vorne kannst du doch dieses... Ja, man kann also vorne... Ich zeige, wo haben wir es? Ja... Blätter, Blätter, Wühl, Wühl. Ist ja egal, da ist jedenfalls ein Lageplan und man kann dann sagen, so, da halte ich mich gerne auf. Dann kann man einfach auch mal aufschlagen, welche Feen denn dort vorherrschen und sich dann mit dieser Fee halt beschäftigen. Ach, sie sind alle so schön, dass ich sie euch alle am liebsten zeigen würde. Die hier finde ich auch nur traumhaft. Ich zeig sie. Ich zeig die hier euch. Amipola. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie schön, bezaubernd und liebreizend sie ist. Ja, also auch ein ganz, ganz tolles Buch über Feen. Ja, jetzt ist Schluss erstmal mit Feen. Ich habe hier für euch, es ist jetzt kein richtiges Buch, aber es gehört halt zu den Büchern. Wer Terry Pratchett liebt und wer sich gerne in Ankh-Morpork aufhält, der sollte sich auf alle Fälle vielleicht einmal diesen
Stadtplan von Angmorpork anschauen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auseinander und auch gleich wieder zusammen. Ich bin ja so der König von Straßenkarten wieder zusammenzulegen. Wer sich interessiert für Terry Pratchett und mit welchen Büchern man anfängt. Wir sind ja keine Fans von den Zauberern. Das müssen wir ganz klar sagen. Also Rincewind und die Farben der Magie. Hier zum Beispiel die Oper. Die Farben der Magie fanden wir ja nicht so toll. Dann, wenn wir damit angefangen hätten, Pratchett uns nie begeistern können. Aber wir lieben die Hexenbücher. Und die Hexenbücher haben wir auch vorgestellt. Einmal den Jugendzirkel und Zyklus und einmal den Erwachsenen-Hexenzyklus. Die haben wir euch vorgestellt und die verlinken wir euch auch unten. Also jedenfalls, es gibt glaube ich auch noch eine Karte für... Ja, für die Hexenwelt. Aber genau. Das hier ist super schön und wer die Wachenbücher liest, ja, die auch kann also wirklich mit dem Finger auf der Karte lang gehen und immer... Ab und an verschlägt es ja auch die Hexen nach Angmorpork und ist einfach toll. Die Wachen lesen wir ja auch gerne und da macht es dann halt Spaß, einfach zu gucken, wo laufen die gerade rum. So, dann haben wir Terry Pratchett, Nanny Ochs Kochbuch. Das ist jetzt ein Kochbuch zur Scheibenwelt. Es taucht sogar auf in dem Buch Mummenschanz. Gehört halt auch dazu, aber es ist einfach ein ganz spezielles Buch. Es sind Illustrationen drin, es sind Rezepte drin, die man entweder nachkochen sollte oder besser dann doch nicht. Also das beste Rezept ist, glaube ich, das von Patricia, Trockenbrot und Wasser. Da bekommt man rote Wangen und das geht auch, glaube ich, nicht so auf den... Es wird auch immer beschrieben, welche Sachen man beachten muss, wenn man bei einer Hexe zu Besuch ist oder bei den Zwergen oder so. Es ist richtig, richtig schön gemacht und es ist einfach auch lustig zum Lesen. Also auch ein Muss für Pratchett-Fans. So, dann habe ich noch eins von Pratchett, dann sind wir erstmal mit Pratchett durch. Und zwar das Scheibenwelt-Album. Wenn man diese ganzen skurrilen Gestalten irgendwann trifft, dann möchte man doch auch gerne wissen, wie sehen die denn eigentlich aus. Und hier haben wir die Hexen. Natürlich Oma Wetterwachs kann man gar nicht verkennen. Nanny Ock und die dritte? Margrat. Und Margrat Knobloch. Ja, was haben wir denn hier noch? Das sind die Hexen, Zauberer. Hier haben wir den Bibliothekar, die Zauberer. Es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ihr findet da die meisten Figuren, zumindest aus den älteren Büchern. Hier ist zum Beispiel der Patrizier und das sind die Wachen. Also das ist sehr, sehr schöne, super Ergänzung zu den Büchern von Terry Pratchett. Ja, das Scheibenwelt-Album. So, dann kommen wir zu einem Märchenbuch, das ich wunderschön finde. Und zwar Märchen aus aller Welt, nacherzählt von Neil Philip und illustriert von Nilesh Mistry. Es ist wunderschön. Lasst es euch gesagt sein, die Illustrationen, es ist ein Traum. Ich habe es mal geschenkt. Ich kriege viele Geschenke. Ja. Und... Ach, was zeige ich euch denn mal? Was zeige ich euch? Es sind wirklich Märchen aus aller Welt. Ach, hier haben wir es doch. Die Schöne und das Biest zum Beispiel. An der Seite steht dann noch irgendwelche Ergänzungen zu den Märchen, Dinge, die es zu der Zeit gab oder einfach nochmal bestimmte Aspekte rausgenommen und nochmal ein bisschen in Kurzform erklärt. Es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Also ich habe es gesehen, ich habe es da stehen sehen, ich habe gesagt, nee, eigentlich Märchen mag ich nicht. Du magst sie zwar schon, aber wann liest du mal Märchen? Ja, aber Mar konnte sich dann auch dafür begeistern und dann bin ich nochmal zurück und habe es geholt. Das ist ein gutes Kind, ich habe. Ja, weil... Ja. Aber ich habe ja auch in der Zeit, ich habe ja immer wieder reingelinst und... mich verzaubern lassen von diesen wunderschönen Illustrationen. Ich verstecke die Bücher also auch nicht. Sie hat jederzeit freien Zugang. und dann von Rien Portfield, Fleet wieder und Will Huygen wahrscheinlich, das Buch vom Sandmann und das ABC vom Schlaf. Ich sammle ja die Bücher von Rien Portfield. Ich habe sie noch nicht alle, leider. Aber dieses Buch ist total süß. Es ist hier das ABC vom Schlaf zum Beispiel drin. M wie Milch, willst gesund und tief du schlafen, wirf die Einschlafpillen weg, warme Milch in einem Becher dient dir besser zu dem Zweck.
Ja, und die Illustrationen sind einfach, ach, es ist einfach genial, wunderschön. Guck mal, gerade zum Beispiel, das ist seine Haushälterin, eine kleine Wichtelfrau. Wird also ganz viel über den Sandmann geschrieben. Sina hatte ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Sandmann. Sina hatte fürchterliche Angst als Kind vor dem Sandmann. Ja, weil ich immer dachte, wenn er mir Sand in die Augen streut, werde ich vielleicht noch blind. Und wer will das schon werden? Warte mal. Ach, ich zeige euch einfach dieses Kind jetzt hier. Und die Frau, damit ihr seht, was für Wahnsinnszeichnungen in diesem Buch drin sind. Ein ganz, 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 ganz tolles, wunderschönes Buch. So, jetzt haben wir hier ein Buch, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr es nicht sehen werdet, was so besonders an diesem Buch ist. Im Reich der Kobolde und Elfen. Ja, und hier vorne sind Holographie-Folien drauf. So, also ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht die Elfe daran sehen können oder die Kamera ist besser, als ich denke. Aber ich glaube, wir haben da ein Problem. So. Aber es ist durchgehend, oder nicht durchgehend, aber immer mal wieder... Ach, sieht das böse aus, das Vieh. So, es ist immer mal wieder so eine Holographiefolie mit eingearbeitet, wo man dann noch, ja, noch eine Elfe drin versteckt hat. Es ist richtig, richtig schön aufgemacht und es ist auch, es sieht einfach geil aus im Regal. Ja, vor allem, wenn man es mal so ein bisschen kippelt. So, und das Letzte. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Haben wir die Spiderwebs nicht schon vorgestellt gehabt? Ja. Ja. Ja, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal. Und zwar habe ich diesen wunderschönen Schuber auch geschenkt bekommen. Ich bin jemand, der sehr viele Geschenke bekommt. Denkt ihr jetzt sicherlich so, wild ist das gar nicht. Aber ich liebe ja nun mal Bücher. Und mit diesem Schuber hat mir jemand eine Wahnsinnsfreude gemacht. Es sind die Spiderwebs, die große fantastische Ausgabe von Toni Di Terlizzi und Holly Black. Und schon dieses Buch ist der Wahnsinn. Ja, gut, es ist jetzt vielleicht aber wahllos herausgepickt. Die Spiderwebs, es gibt schon eine Rezension dazu. Da haben wir euch unten verlinkt. Ich werde euch jetzt trotzdem noch mal ein bisschen damit quälen. Diese Wahnsinnszeichnung. Wo ist denn das Mädchen? Ich nehme irgendwas mit Kontrast. Das? Wir wollen ja auch, dass ihr was sehen könnt. Einigermaßen. Also die hier sind eindeutig zu dünn, diese Skizzen. Ja. Aber hier, da habt ihr vielleicht eventuell, dass ihr die Skizzen auch sehen könnt. Also es kommen auch also menschliche Wesen vor. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass ihr das so richtig sehen könnt. Deswegen, ich glaube es einfach nicht. Und wir hoffen das Beste. Und wir wollen ja auch nicht das Special super lang machen. Wir wollen das jetzt eigentlich kürzer halten, mein Special zumindest, weil die Vlogs schon immer so lang werden. Ja, das waren jetzt unsere Schätze. Wenn ihr auch Schätze zu Hause habt, dann sagt uns, welche ihr habt, damit wir danach surfen können. Und das wär's dann auch schon von uns. Bis zum nächsten Video. Ja, tschüss.